Das war Jean-Paul Belmondo als Dieb von Paris in dem 1966 von Louis Malle inszenierten französischen Spielfilm. Morgen um 20.15 Uhr ist Jean-Paul Belmondo der Mann, der mir gefällt. An seiner Seite spielen unter anderem Annie Girardot und Farrah Fawcett. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die US-Raumfähre Challenger ist von ihrer achttägigen Weltraumreise zurückgekehrt. Pünktlich um 17.27 Uhr unserer Zeit landete sie auf der Piste von Cape Canaveral in Florida. Die Challenger-Besatzung verlässt ihre Raumfähre. Kommandant Krippen betrat 36 Minuten nach der Landung, nach den üblichen abschließenden Wartungsarbeiten, gefolgt von den übrigen 6 Besatzungsmitgliedern, den Boden in Cape Canaveral. Damit hatte sich, wie die US-Raumfahrtbehörde heute noch einmal hervorhob, die bisher größte Astronautenzahl im Weltall befunden. Ein Satellit zur Strahlungsmessung war, allerdings um Stunden verspätet, ausgesetzt worden. Während eines Weltraumspazierganges war Betanken von Satelliten geübt worden. Die Spaziergänger im All, Frau Sullivan und David Liestma, kommen auf die Kamera zu. Die dunkelhaarige Sally Wright war zum zweiten Mal im All. Rechts der Kanadier Garneau mit Sonnenbrille, Pilot McBride. Krippen flog zum vierten Mal in einer Fähre. Und mit Bart der Ozeanograf Scully Power. Challenger war zum sechsten Mal auf Weltraumflug. Zum zweiten Mal schwebte die Fähre nach Cape Canaveral ein. Kurzfristig kann sie damit wieder dort startklar gemacht werden. Die offizielle, von der Raumfahrtbehörde angegebene Aufsetzzeit lag 7 Sekunden später als die geplante. Challenger hat während des Fluges die Erde 133 Mal umrundet. Zu den Messdaten, die nach dem Flug ausgewertet werden müssen, gehören auch Radarbeobachtungen von Waldschäden im Schwarzwald. Bundeskanzler Kohl hat seinen China-Besuch beendet und ist zu einem Zwischenaufenthalt in Pakistan eingetroffen. Ein wesentliches Thema seiner Gespräche war die Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion. Fröhlich und farbenfroh gestaltete sich auf dem Flughafen von Islamabad der Empfang für Bundeskanzler Helmut Kohl und Frau Hannelore. Nach der vorjährigen Kurzvisite in Indien als Abschluss der damaligen Ostasienreise, nun auf dem Rückweg von China ein Blitzbesuch in Pakistan. Sein Staatspräsident General Ziaul Haq heißt die Gäste auf dem Rollfeld willkommen. Ein Gruppenbild als Symbol für gute Beziehungen zwischen beiden Ländern, die sich nach beiderseitiger Auffassung durch schwierige Zeiten hindurch als dauerhaft erwiesen haben. Defilee des Bundeskanzlers und des Staatspräsidenten, die keine zweiseitigen Probleme, aber eine Reihe ernster Themen, unter ihnen den Abrüstungsdialog und die fortdauernde Besetzung Afghanistans zu erörtern haben. Pakistan und die Bundesrepublik Deutschland liegen an Nahtstellen der Weltpolitik. So bestimmt diesmal die Geografie den Schwerpunkt der Gespräche in Islamabad mit. Der Kanzler weist in seiner Tischrede am Abend auf die humanitäre Leistung Pakistans hin, 3 Millionen afghanischer Flüchtlinge aufgenommen zu haben, obwohl es selbst wirtschaftliche Hilfe nötig hat. Hilfe, zu der die Bundesrepublik, die über genügend eigene Erfahrung in der Aufnahme und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen verfügt, weiter beitragen will. Begleitet von Folklore fahren General Zia und Kanzler Kohl zu ihrem ersten Gespräch, bei dem ein hohes Maß von Übereinstimmung von vornherein sicher ist. Kurzmeldungen vom Tage. Managua. Im Auftrag der Sozialistischen Internationale ist der SPD-Vorsitzende Brandt zu Gesprächen in Nicaragua eingetroffen. Es geht um die bevorstehenden Wahlen in dem von einer marxistisch ausgerichteten Gruppe regierten Staat. Brandt, der für morgen eine Pressekonferenz angekündigt hat, will durchsetzen, dass die Opposition nicht benachteiligt wird. Detmold. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich noch nicht darauf festgelegt, wie sie sich nach der Landtagswahl im Mai verhalten wollen. Der Landesparteitag lehnte einen Antrag des Vorstands ab, der vorsah, eine SPD-Minderheitsregierung unter gewissen Bedingungen zu unterstützen. Dazu gehöre eine Abkehr von der Verwendung der Kernkraft.
Bonn. Der Großversuch der Bundesregierung zum Tempolimit soll am 1. Januar 1985 beginnen. Das sagte Bundesinnenminister Zimmermann in einem Interview der Bild am Sonntag. Ausgeführt wird der Versuch vom Technischen Überwachungsverein. Es soll der Schadstoffausstoß von 150 verschiedenen Autotypen im Verkehr mit und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung feststellen. London. Erster Fototermin für Prinz Henry of Wales. Auf diesem Bild mit seinem Bruder William und den glücklichen Eltern Prinzessin Diana und Prinz Charles ist er gerade 3 Wochen alt. Es wurde vor 8 Tagen aufgenommen und jetzt vom königlichen Hof freigegeben. Prinz Henry Charles Albert David, genannt Harry, wurde am 15. September geboren. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Im norddeutschen Flachland stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. Im übrigen Deutschland zunächst Nebel, ab Mittag heiter bis wolkig. Tiefstwerte nachts im Norden um 9, sonst zwischen 4 und 8 Grad. Höchsttemperaturen morgen 13 bis 18 Grad, im Süden bis 20 Grad. Letzte Meldungen der Heute-Redaktion gegen 0.20 Uhr. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Herzlich willkommen hier.